Na Leute zusammen, mich hier ist wieder Chilla und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es um ein Toy, das wir uns nur auf der Hordenseite erspielen können. Und zwar hier der abgenutzte Umhang. Und ihr seht schon, ich habe den selber noch nicht, denn ich wollte den jetzt hier quasi im Video einmal mit euch zusammen erspielen. Und bevor wir jetzt anfangen, für die Leute, die nur die kurze Info haben wollen, wo es den gibt, werde ich das kurz erklären und danach werden wir einmal uns, ja, diese Questreihe antun, beziehungsweise uns da mal ein bisschen durchkämpfen. Ich habe sie auf dem PTR damals schon gemacht, will sie jetzt auf dem Live-Server einmal durchbasteln und von der Story ist es eigentlich relativ interessant. So, als allererstes, wo kriegt man das Ding her? Wie gesagt, nur auf der Hordenseite und ihr müsst dementsprechend 120 sein, dass ihr die Questreihe angehen könnt. Wir haben nämlich einmal hier auf unserem Boot der Klagelied, die sich in Dazar Alor befindet, hier unten auf den Koordinaten 58, 62, haben wir hier diese dunkle Waldläuferin und die quatschen wir an und die gibt uns eine Questreihe. Und zwar müssen wir jetzt einmal zu Sylvanas gehen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich port mich jetzt mal hoch, da habe ich nämlich direkt ein OG-Portal. Um jetzt vielleicht nicht in die Schuldigkeit zu geraten, euch das jetzt vorab nicht erklärt zu haben. Im Endeffekt ist das die Questreihe, also die Story-Questreihe um Sorrowfang. Und am Ende müssen wir uns nämlich für oder gegen ihn entscheiden. Und das Toy, also diesen Umhang, bekommen wir nur, wenn wir uns quasi für Sorrowfang entscheiden. Was das Ganze dann später noch an Auswirkungen hat, weiß man noch nicht genau, aber dementsprechend für das Toy hat es schon mal eine kleine Auswirkung, diese kleine Entscheidung. So, jetzt sind wir einmal in Ogrimmar angelangt. Wir müssen jetzt zu Sylvanas, dass die uns losschickt. Und dann beginnt quasi so eine kleine Questreihe, wo wir, ja, so ein bisschen von SW aus über den Rotkamm dann in die Sümpfe des Elends müssen. Und ganz am Ende haben wir dann, oder wir haben sogar zwei Entscheidungen. Einmal treffen wir diesen Zappy Boy, diesen kleinen... ja, jetzt mache ich mal vielleicht auch die Dialoge hoch für die Leute, die es interessiert, von den Dialogen her. So, einmal mit der Sylvanas noch gequatscht. Erwartet eine neue Zukunft. Ja, meine Königin oder nicken. Wir nicken einfach mal. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Champion. Mit diesem Anliegen kann ich nur euch betrauen. Meine Spione berichten, dass Varrok Sauerfang der Allianz entkommen ist. Er wurde seit dem Angriff auf Lordaeron im Verlies von Sturmwind gefangen gehalten. Sollten die Soldaten des kleinen Königs Sauerfang finden, werden sie ihn auf der Stelle töten. Obwohl in unseren Reihen manche die Loyalität des Hochfürsten in Frage stellen, dürfen wir nicht zulassen, dass er wieder in Feindeshand gerät. Ich erwarte, dass ihr ihn zuerst findet. Na sicher. Die dunkle Waldläuferin Lyanna ist eine exzellente Fährtenleserin. Sie wird euch auf dieser Mission begleiten. Selbstverständlich, Fürstin. So, jetzt packen wir unsere dunkle Waldläuferin. Und warum zur Hölle steht da eigentlich Garrosch rum? Ihr verschwendet nicht meine Zeit. Wir treffen uns direkt außerhalb der Mauern von Sturmwind. Bleibt in den Schatten. Bleibt in den Schatten. So, jetzt müssen wir einmal nach SW kommen. Und zwar haben wir jetzt hier eine Quest, trefft euch mit dieser dunklen Waldläuferin einmal, ja, vor SW. Wurden wir da nicht irgendwie hingeportet? Musste ich da selber hin? Tretet vor. Anscheinend muss ich da selber hinkommen. Wie kommen wir als schnellstes als Hordler da hin? Wahrscheinlich über den Zeppelin, den wir in Dings haben. Den wir da oben einmal haben. Und zwar müssen wir... Ich würde... Ja gut. Oder das Portal im... Ich bin überlegen. Oder als Druid mit... ich habe eine Idee. Als Druid bin ich wahrscheinlich am schnellsten über Duskwood dran. Jeder andere sollte dann den Zeppelin wahrscheinlich runternehmen. Hier nach Stranglethorn gibt es, meine ich, von Ogrimmar aus einen Zeppelin. Durch, also sprich in das Schlingentorntal portet oder fliegt. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Und jetzt muss ich bloß kurz gucken, welches Portal das war. Das hier ist es, oder? Nee. Oder doch, das sieht gut aus. Hier sieht man es, glaube ich, irgendwo Dämmerwald. Genau, nach Duskwood muss ich. Ja, und dann fliegt ihr einfach vom Schlingendorntal einmal nach oben. Alternativ könnt ihr wahrscheinlich auch das Portal nehmen zu den verwüsteten Landen. Und dann von den verwüsteten Landen nach SW rüberfliegen.
Ja, Astrid ist man definitiv am nächsten dran, weil ja, hier Dämmerwald SW ist fix, also hier verwüstete Lande hochfliegen oder hier unten genau das Lager hier nach SW ist auch einigermaßen zügig, aber wahrscheinlich wesentlich zeitintensiver zum Hinfliegen als jetzt hier über den Dämmerwald. Gut, und jetzt müssen wir nämlich einmal vor SW. Und zwar hier zu diesem, ja, zu diesem See. Und da ist nämlich jetzt so ein kleiner Abfluss. Ja, das habe ich auf dem PTR mir schon mal ein bisschen angeguckt. Der ist nämlich vorher da definitiv nicht gewesen. Ich habe dann nämlich zu dem Zeitpunkt, wo es mir auf dem PTR angeguckt hatte, nochmal auf dem Live-Server gecheckt und da war nichts. Ja, also von dem her haben die da ein bisschen was umgemodelt. Also hatte ich ja Glück, dass ich relativ zügig jetzt hierher komme. Genau, da müssen wir hin. Hier durchs Dickicht. Und hier sind, warte mal, was ist denn jetzt? Ne, die Mobs sind jetzt noch low geskillt. Genau, diesen Abfluss meine ich. Jetzt müssen wir aber erstmal hier zu ihr. Beobachte und lausche. Gehen wir weiter. Haltet die Augen nach Hinweisen offen. Was wollt ihr? Also ich muss jetzt die Augen nach Hinweisen offen halten und ich muss quasi hier, das Ein ist schon mal das Kanal, Erste. bitte. Offenbar haben wir seinen Fluchtweg entdeckt. Lasst uns den Schlamm beim See nach Spuren absuchen. Seht ihr, und jetzt sind die Krokus Ich hier auf treffe einmal immer mein 120, Ziel. ja? Sogar 120 Elite, ja? Also, halt, da hinten ist was. Der Schlamm hier ist aufgewühlt. Jemand wollte seine Spuren im Schilf verbergen. Suchen wir weiter. Tiefe Fußabdrücke. Zu groß für einen Menschen. Das muss Sauerfang sein. Seine Spur führt nach Osten. Osten, okay. Jetzt müssen wir erstmal die Typen hier vom SE7 killen. Die sind irgendwie schon wieder nicht vertont, na wunderbar. Sie wurde noch vertont, die aber nicht. Ja, komm, jetzt nicht so viel schnacken hier. Auf geht's. Ich muss das Komm, einmal angehen, Inka rein und dann hat versuchen. sich das doch relativ zügig, hoffe ich zumindest. Habt gesehen, theoretisch kann man diese Krokus dann natürlich auch In der angreifen, aber Reichweite. Was wollt gut, ihr? ob die was droppen, weiß ich jetzt gar nicht. Trefft mich bei den drei Ecken. Ah, jetzt bin ich Ich habe wieder einen weggefaced. Plan. Also, jetzt müssen wir zu den drei Ecken und das ist hier hinten, ne? Warum das drei Ecken heißt? Weil das quasi genau da ist, wo ja, hier Elwin, Dämmerwald und das Rotkammgebirge aufeinandertreffen. Und da haben sie ja seit, weiß gar nicht, seit dem Cutter-Revamp, glaube ich, haben sie da einen Turm hingestellt. Da war ja früher keiner. Quasi hat man so einen perfekten Außenposten, um ja, die Übergang zwischen den drei Gebieten zu beäugen und zu gucken, ob da irgendwelche Feinde kommen. Und da muss nämlich Sorrowfang auch vorbei. Und deswegen wollten wir uns quasi da mal erkundigen, ob er vorbeigekommen ist oder halt noch vorbeikommt. Also deswegen müssen wir da jetzt mal vorbeischauen. Und das ist die falsche Quest. Hier, genau, mit der Waldläuferin muss ich mich da hinten treffen. Da ganz nach hinten muss man. So. Ich habe mir das Toy auf dem PTR schon angeguckt. Der Umhang sieht sehr, sehr cool aus. Ja? Also es ist jetzt nicht so ein 0815 Umhang, sondern der sieht schon ein bisschen specialiger aus, weil das so ein bisschen ein ja, gerissenes Ding ist. Aber wir werden das gleich sehen, sobald ich es an mir einmal erspielt habe. So, also da hinten müssen wir hin. Haben, genau dort ist das Ding. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder mit ihr hier treffen. Ich beobachte und lausche. Dann wollen wir mal. So, und jetzt müssen wir dieses Elixier einsetzen, dass wir nämlich einmal wie ein Mensch aussehen. Schaut euch an. So zuckersüß. Da wird mir fast übel. Perfekt. Zuckersüß. Ja, bin ich Könnt ihr uns zuckersüß. bitte helfen? Meine arme kleine Tochter hat ihr Hündchen verloren. Es Dann ist wollen gestern wir Nacht mal. verschwunden. Habt ihr es gesehen? Braucht ihr Hilfe? Wo ist jetzt Schaut eigentlich euch meine an. hin? So zuckersüß. Da wird mir fast übel. Perfekt. Irgendwie hat das jetzt gerade gebuggt, glaube ich. Ach, weil hier Dann noch einer die wollen wir Quest macht, mal. glaube ich. Schaut euch an. So zuckersüß. Also ich Da bin wird jetzt mir quasi fast so übel. ein kleines Mädchen. Ich weiß jetzt Perfekt. nicht, die wiederholt jetzt ihren Text die ganze Zeit, weil da irgendwas am Rumbuggen ist. Naja, die erzählen jetzt halt quasi so ein bisschen diese Story rum, dass sie abgefüllt worden sind.
dass sie hier ein bisschen was saufen sollen. Das ist einfach so ein kleines Ablenkungsmanöver, dass hier Zorofang durchkommt, denn wer hätte es gedacht, die Menschen helfen dem Zorofang, ne? Man hat ja dieses kleine Cinematic oder diesen Cinematic-Trailer auf, war das auf BlizzCon? Ich meine, auf der BlizzCon war das, wo Anduin mit hier Garrosh hätte ich jetzt fast schon gesagt, mit Zorofang spricht und wahrscheinlich, ich mutmaße jetzt hier mal, hat er ihm quasi, hat also quasi Anduin, Matthias Saw die Anweisung gegeben, hier Zorofang rauszuschleusen. Seid gegrüßt. So, jetzt habe ich natürlich die Hälfte hier nicht mitgekriegt, aber das Hündchen haben sie nicht gesehen. Hallo. Gut, okay. Haben wir uns hier noch ein bisschen den Look angucken. Wir müssen jetzt hier reingehen und zwar schönen guten Tag. Wie geht's? Mit ihr sprechen. So, dann müssen wir jetzt Gastwirt befragen. Und zwar da hinten. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir schnell. Huhu, gerade noch weggekommen. Aber die Wachen sind Level 25, ne? Also, wäre jetzt halt auch nicht so der Stress gewesen. Wo ist es denn? Einmal genau dann da. Wollen wir mal. Muss ich bloß gucken, dass sie, bevor sie mich hier sehen, dass ich mich wieder verwandle. Gut, die sind jetzt Level 60. Hält immer noch auf. Na komm mit. Schaut euch an. So zuckersüß. Da wird mir fast übel. Perfekt. So. Ich liefere nur feinste Waren. Ist das die Gast? Helfen? Nee. Wo ist denn die Gastwirtin? Das Licht segne euch. Ah, hier. Okay, das gut. Licht sei mit da haben wir sie. Jetzt müssen wir einmal nach oben. Ich meine, hier müssten wir rein. Genau, da hinten haben wir das Ding. Die Notizen. So, die Notizen haben wir auch. Jetzt können wir hier die Quest Hallo? Abgeben. Man sieht sich. Und jetzt müssen wir einmal nach unten gehen. Oh, da kommt die Spinne. Ja, genau, da war was. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da kann ich mich noch dran entsinnen, obwohl es jetzt schon ein Weilchen her ist. So, also jetzt müssen wir einmal hier runterfliegen. Und die Spuren von Zorofang weiter quasi verfolgen. In dem Gasthaus hat Dann Matthias Saw quasi genächtigt und seine Notizen liegen lassen. So, und zwar... Für jemanden, der keine Aufmerksamkeit erregen will, sind diese abgelegenen Wege ideal. Wir sollten uns hier umschauen. Ein Netz haben wir gefunden. Zerrissene Spinnweben. Hier ist jemand entlang gekommen. Und es war kein Knoll. Da sippert irgendwas runter. Achso, warte mal, die kann man auch angucken, die Dinger. Ah, die müssen wir auch untersuchen. Sie sind tot. Die Spuren lassen darauf schließen, dass es nur eine kleine Rangelei war. Kleine Rangelei, so. Das so. Ist ziemlich viel Sekret. Mehr, als ich von so jungen Taranteln erwartet hätte. Das heißt, Zorofang hat auch... Ah, da haben wir sie. Die große Spinne. Mutter getroffen. Die Mutter. Vor allem, schau dir mal an, wie groß die Spinne ist und wie klein der Baum ist, ne? Also, da ist definitiv ein bisschen ein Missverhältnis. Wie schade. So, ich mag Spinne Spinnen umgeboxt. Eigentlich ganz gern. Ich brauche einen Moment, um die Gegend auszuspähen. Wir treffen uns danach am Rotkampass. Alles klar, Aye, aye, Captain. Rotkampass ist da oben, da müssen wir jetzt hin. Dann wollen wir mal. Und zwar müssen wir da oben dann die erste Entscheidung treffen. Da wird es dann relevant hier fürs Toy. Was habe ich denn hier gekriegt? So ein nettes Spinnending. Übrigens, es gibt irgendwo hier war, glaube ich, ein Bär oder sowas, der auch 120 ist. Was, ein Bär? Ich meine, es war ein Bär oder irgend so ein Mob halt, ne? Ein 120er Rare Mob, den ihr umklatschen könnt. Der droppt ein Pet. Und dieses Pet kann man auch im Auktionshaus verkaufen. Ich nehme mal an, dass die Allianz das nicht gefaced bekommt. Ich weiß es jetzt nicht so hundertprozentig. Beziehungsweise, wahrscheinlich haben das noch nicht so viele entdeckt. Also mit dem Pad kann man wahrscheinlich noch ein bisschen Gold machen. Ne? Also das könnte sich vielleicht für den einen oder anderen lohnen. Ich diene der Banshee-Königin. So. Jetzt müssen wir hier gleich wieder unser Ding einsetzen. Unseren Trank und den Jäger befragen. An diesen üblen Geschmack werde ich nicht. Guter Jäger, könnt ihr uns helfen? Grüße. Ein garstiger Ork hat in der Nacht unseren Hof überfallen. Er hat ein wertvolles Erbstück gestohlen.
Habt ihr beim Pass vielleicht Spuren von solch einem ungehobelten Rüpel gesehen? Ruhe. Etwas? Krrr. Jetzt geht's los hier. Mächtig großer Ork. Aha, hat die Hunde aufgescheucht hier anscheinend. Die Hunde, die wittern, dass sie nicht so ganz lebendig ist. Fangen schon wieder damit an. Oh, Fass. So, müssen wir sie auch killen. Die ganzen kleinen Hunde müssen wir wegcleaven. Dann hat sich das. So. Ich treffe immer mein Ziel. Ich muss dem Kriegshäuptling Bericht erstatten. Unternehmt nichts, bis ihr wieder von mir hört. Verstanden? Ey, Mann, gut. Hier drüben. Ich brauche eure Hilfe. Genau, hinter dem Bäumchen. So, Zappy Boy. Ich werde meinen Kriegshäuptling nicht verraten, Troll. Das drücken wir nicht, ja? Wir wollen nämlich das hier drücken. Die Quest wollen wir uns holen. Und da müssen wir uns nämlich... Wir müssen vor ihnen dort sein. Alles klar. Jetzt müssen wir nämlich einmal hier in die Sümpfe des Elends. Hier nach unten. Und zwar da einmal ganz rüber. Wenn ihr das andere drückt, dann habt ihr zumindest fürs Toy schon mal verkackt, weil ihr dann die Questreihe nicht weitermachen könnt. Ne? Also ja, dementsprechend immer schön die Quest nehmen. Und wir müssen uns hier nämlich jetzt gleich nochmal entscheiden, sobald wir bei Sorrowfangs sind. Aber das werden wir gleich nochmal sehen, was wir dann da drücken müssen. Ich kann natürlich nicht sagen, was dann in Zukunft kommt. Heißt, wenn ihr euch jetzt so rum entschieden habt und später das Quest gibt für den anderen Entscheidungsstrang, die jetzt noch nicht bekannt sind, dann kann es natürlich sein, dass ihr da was verpasst. Empfehlenswert wäre, wenn man sich dann vielleicht nochmal mit einem anderen Char, dementsprechend anders entscheidet. Ne? Werde ich vielleicht auch noch mit einem Twink machen, um dementsprechend alle Optionen mir offen zu halten. Gut, wo sind wir denn jetzt? Genau, jetzt haben wir hier die dunklen Waldläufer. Und hinten haben wir den Zappy Boy. Genau. Gut, zu sehen, Mann. Und hier gibt es das Toy als, als Belohnung von der nächsten Quest. Ehrt die Geister der Vergangenheit. Ihr seid das Verrats gegen die dunkle Fürstin schuldig. Verlasst die Hütte oder ich brenne sie nieder. Genau wie den geliebten Baum eurer Allianzfreunde. Ihr habt kein Fünkchen Ehre. Ihr wollt Sauerfang den Rücken kehren, nach allem, was er für die Horde gemacht hat? Champion, haltet euch mit dem Troll aus der Sache heraus. Meine Befehle kommen direkt vom Kriegshäuptling. Und was sind das für Befehle? Das ist der Umhang, den wir kriegen von ihm. Ihr habt eure Pflicht gegenüber der Horde verraten, Sauerfang. Schlimmer noch. Ihr habt uns den Rücken gekehrt und euch mit den Menschen gegen euren Kriegshäuptling verschworen. Legt auf der Stelle eure Waffe nieder und ergebt euch. Oder sterbt hier, im Sumpf, allein. Nicht allein! Oh. Ihr habt aussichtslose Situationen also noch immer nicht fürchten gelernt, junger Freund. Es ist eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Genug geschwätzt, dunkle Waldläuferin. Ihr wolltet einen Kampf. Ihr sollt ihn haben. Für die Ehre der Horde, Loktar Ogar! Ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Loktar. Ja, und jetzt können wir hier uns nochmal entscheiden. Ja, ich tue das. Und alle, die ihm beistehen. Das ist quasi so die zweite Dings, dass du das wirklich machen willst. Dann haust du halt hier diese ganzen Dinge um. Die ganzen Wachen. Okay, er resettet jetzt, das darf ich den Scheiß wieder allein machen. Soll ich die da ein bisschen näher ranziehen? Ja, gut. Wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, ob die jetzt einzeln in Wellen oder so kommen, aber ich bin jetzt einfach rein, hab Inka angeschmissen. Dann ist halt Feierabend. Was für ein Kampf! Habt ihr die Funken gesehen, die ich verschossen habe? Was braucht ihr? Ich hab's allein gemacht, ja, aber gut.
So, wir haben jetzt noch eine Quest, quasi mit Sylvanas dann zu quatschen, aber wir kriegen hiermit schon unseren Umhang. Der Banshee bleiben wollt. Und den legen wir jetzt mal an. Dass ich euch besiegt habe, aber es muss aussehen, als hättet ihr euch gewehrt. Seid ihr bereit? Atmet tief ein. Ich bin nicht sonderlich geübt in Zurückhaltung. Ich diene darum. Zack. Gut. Ihr seid noch am Leben. Verletzt, aber am Leben. Kehrt zur Banshee-Königin zurück und teilt ihr mit, dass ich niemandes Marionette bin. Sekan, ihr bleibt in Orgrimma. Diejenigen, die die Ehre der Horde wiederherstellen wollen, müssen wissen, dass die Hoffnung noch nicht verloren ist. Nie im Leben, Mann. Ich komm mit. Wo der Hochfürst ist, bin ich auch. Nicht heute, mein Freund. Diesen Weg muss ich allein beschreiten. Geht mit Ehre. Wir werden uns wiedersehen. Wehe, wenn nicht. Wir zählen auf euch. Beim Ork sieht der Umhang wesentlich geiler aus. Das ist halt so ein Kapuzenumhang, der unten so ein bisschen ausgefranst ist, ne? Jetzt bei einem weiblichen Troll, muss ich ehrlich sagen, sieht er jetzt nicht so geil aus. Bei dem Ork macht er natürlich wesentlich mehr her. Ich muss jetzt die eine Quest noch abgeben gehen. Hier seht ihr das mal von hinten. Also das ist halt quasi so ein Kapuzenteil, ja. Ja. Hält halt quasi, ja, eine halbe Stunde. Und wie lange hat das Abklingzeit? Auch eine halbe Stunde, ne? Ist ein Buff, wahrscheinlich, wenn man stirbt, ist er weg. Aber so ist ein ganz nettes Ding. Bei einem Ork sieht es gut aus. Ich weiß es nicht, kann mir vorstellen, wenn man das bei einem Allianz-Char auch einsetzen kann. Beim Menschen wird es auch gut aussehen. Beim, naja, hier weiblichen Troll eher so semi, ja. Was ich jetzt gerade gesehen habe, hier mit dem Schlag haben wir 10% weniger Ausdauer. Also wenn ihr irgendwas Wichtiges danach machen wollt, Raid oder irgendwas knapp davor, solltet ihr es vielleicht nicht unbedingt machen, weil das könnte doch ein wenig nervig sein, ja. So, wir müssen jetzt bei Sylvanas noch die Questreihe abgeben, dann sind wir mit dem Story-Ding auch fertig. Habe ich euch richtig verstanden? Sauerfang hat allein meine Elite-Truppen und eine dunkle Waldläuferin getötet? Ein Glück, dass ihr mit kaum mehr als einem blauen Auge davongekommen seid. Ein Glück, aber auch eine Enttäuschung. Ihr werdet den Verräter Sauerfang finden. Ihr werdet ihn mir bringen. Wagt es ja nicht, mich noch einmal zu enttäuschen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ei, Captain. Denkt an eure Pflicht gegenüber der Horde. Wir müssen den Krieg gewinnen. Die wahre Arbeit fängt gerade erst an. So, damit wären wir auch durch mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, sein Toy zu erspielen. Und für die Leute, die jetzt quasi diese Questreihe nicht konnten, vielleicht auch, ja, so ein bisschen die Hintergründe aufzudecken, wie die Story um Sorrowfang ist und ja, mal gucken, wie sie weitergeht. Vielleicht gibt es da wieder irgendwas zu erspielen in naher Zukunft. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.